cooler Leute. Lightning. Ranger Squad 51 is nearby. They're being pulled out too. You need to rendezvous with them and secure the area before we can proceed with the evac. Stop, slidet mir rein. Was da schon? Okay. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play of Defense Force Insect Armageddon Episode 7. Ich bin immer noch TG Operator, wie man an der unauffälligen Tarnfärbung erkennen kann. Und ja, nachdem wir es verpasst haben, ein Level aufzusteigen in der letzten Mission, obwohl wir hunderte von Viechern erledigt haben, hoffen wir mal, dass wir es jetzt schaffen. Und wir bleiben immer noch beim Tactical. Wir haben keine besseren Waffen, oder? Nein, wir haben keine besseren Waffen. Dann bleiben wir bei dem, was wir haben, und starten die Mission. Okay, Lightning. Move in and secure the area. Das machen wir doch immer, Intel. Let's do it! Ups! Oh, da kommen sie schon wieder. Kid! Es geht schon wieder los! Es geht schon wieder gut los! So. Es wäre sehr klug, wenn ihr aufhören würdet, euch selbst in die Luft zu sprengen, Freunde. Bleibt hinter den Geschützturm, wenn ihr leben wollt. Huch, wo feuert der denn hin? Area is secure, Lightning. New waypoint is set. You and 51 head for the lander. Roger. Ups, schon wieder im Baum gefällt. Tut mir leid, aber dieses eine Insekt hinter der Wand regt mich einfach auf. Und der Geschützturm will es auch mit den Töten. Genau, so geht doch. Hör mir der Ameisenfarm auf. Ich sehe eine Mac. I see a Mac. I'm about happy set. Aber da steige ich jetzt immer noch nicht ein. Wer? Okay. Lightning. This is bad. Ach du Scheiße! Was zum Teufel? Trying. Translation system is offline. Damn Ravagers. We've got a bunch of college kids in here translating the international data feed. Let me expedite this thing. Sit tight. Copy. Lightning, try to stay out of its way while Intel does their thing. Looks like you have plenty of company in there to deal with anyway. Clear the area and try to stay alive. Intel, we need whatever you can give us ASAP. Ist das doch nicht... Roger that, Ops. Ernst, dass du erst einmal das Ding übersetzen musst? Intel! Was ist das Ding? Okay. Konzentrieren wir uns erst einmal auf die Raumjäger. Und... danach um dieses Ding. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie wir das Ding down kriegen sollen. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein gigantischer Wildknecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht ab, ey. Als ob dieses Riesenvieh nicht schon genug wäre, jetzt haben sie... Oh, mich hat was am Kopf getroffen. Er ist noch der Meinung, dass wir hier so gut wie tot sind? Es ist abartig. Nein. Boah. Boah. Ja, zickzack, immer schön im Zickzack. Wo ist das, Ameise? Wo kommt die Ameise noch einmal wieder her? Okay, erledigen wir erstmal mal diesen Kreuzer. Und alles andere. Ah!
ja überhaupt keine raus. Ich brauche langsam Heilung. Da ist Heilung. Und eine Ameise. Gartenameise. Noch eine Gartenameise. Gartenameise. Raumjäger und eine riesige Weberknecht. Intel, wir brauchen jetzt mal langsam Infos über das Ding. Über den Typen ist echt kein Verlass. Nicht zu machen. Stirb doch. Stürz ab. Nein, das hat nicht gereicht. Mach auf. Alles explodiert um uns herum. Alles explodiert. Da, apropos alles explodiert. Explodieren. Wow. Ey, es reicht mal langsam mit den Gegnerhorden. Los! Los! Geh doch down! Geh down! Nein! Nein! Gott, ey! Ich mach hier nämlich langsam lächerlich! Ich brauch Heilung! Ich muss ein paar Medipacks einsammeln! Es ist mir grad egal, positioniert die geschützt um! Bisschen Rüstung. Ja! Okay. Go ahead, Intel. We're calling this thing the Daddy Long Legs for obvious reasons. Forgive me, this isn't the best translation. It seems it uses a spawning mechanism. Very similar to the carrier. Multi-jointed, yes. Laser. Okay, got it. Much like the carrier, the spawning bay is unshielded when open. Focus your fire there. Lightning, did you copy that? Focus fire on the spawn hall. Hold on. Spawn hall? Okay, ich hab's, aber sag mal Intel, du. Okay, Lightning. Watch those spiders. I'm picking up a carrier in the area too. We can't get anyone in or out of there until the area is secure. Get moving. Ja, sag doch mal ehrlich, Leute, ihr habt sie doch nicht alle. Vor allem du, Intel. Oh nein, ich schon wieder fucking Spiders. Großartig. Oh. Geh, Feuer, weg! Du auch! Du auch! Okay, das Ding hat also nur eine untere Luke, mit dem es kleine Krabbelviecher entsendet. Das Problem ist, das Ding bewegt sich! Das Ding bewegt sich schnell! Wir müssen unter die Luke kommen! Das ist an sich genauso wie diese verdammten Alien-Dropschiffe, aber... Oh. Ja, die Luke öffnet sich. Geschützturm. Spiders. Leben. Okay, jetzt wird es langsam echt haarig. Und Ameisen aus dem Boden. Oh. Das...
Ah, stimmt, das sagte Intel ja auch. Laser. Wir haben Kanonenfeuer von oben und riesige Krabbelviecher am Boden. Da, es wird sich wieder gleich wieder öffnen. Da! Da haben wir schon ein paar Insekten mit abgefeuert. Wenn das Ding genauso viel aushält wie die verdammten Dorfschiffe, dann wird das eine lange Mission. Es wird ein echt schwieriger Kampf, Männer. Ich erwarte, dass ihr gut kämpft und ehrenvoll sterbt. Nein, ich will nicht dafür sterben. Können wir mit dem Mac was ausrichten? Im Zweifel immer Mac. Okay, Mac geladen. Systemischer. PDR 200 Cannon. Komm her. Ja! Käse mal! Was? Verdammt nochmal, Wespen! Habe ich nicht gerade einen Hector gehört? Ich werde paranoid. Ich habe einen Hector gehört. Bis. Nimm das, Hector. Mit mir kommst du es nicht auf. Und ich habe die bessere Kampfmaschine. Sammeln. Ganz wichtig. Ha. Atos. Lightning, head back over to the LZ. Alandra is en route. Waypoint up. Roger that. Yeah. Lightning en route. Das Ding haben wir ordentlich verdroschen. Oh. Wir werden abgeholt. Endlich hier raus. Das war gut. 2000 Score-Punkte. Standby for orders. Yeah, wir haben uns den Levelaufstieg mit diesem Bossgegner echt verdient, Leute. Yeah, wir sind jetzt Rang 3. Und wir haben eine neue Schrotflinte freigeschaltet. Und ein paar Sachen für den Battlesuit. Okay. Richtig gut. Richtig gut. So, weiter. Oh, wir sind jetzt in Chapter 2 angelangt. Industry. Max! Lightning, a squadron of landers went down in this industrial area. Your assignment is to get in there and check out all of the crash sites. Comnet has been disrupted and we cannot link to any of the downed landers. You have to manually activate the transponders so we can run diagnostics. We need every lander we have left at this point, so we're hoping some of them are salvageable. If any of the pilots survived, we'll need you to get them out of there safely. You can expect this to be as difficult as anything you've encountered thus far. This part of town is being hit hard. It's starting to look more like old Detroit. Beta Squad will be joining you for this one. I called in a few favors at the motor pool and got a tank dropped in for you in case you want to use it. If you do, Beta will follow on foot. Okay, in der nächsten Episode gucken wir uns dann an, was wir hier alles für neue schöne Waffen freigeschaltet haben. Und ja, sehen dann, was mit diesen abgeschossenen Vögeln passiert ist. Ja, ich sagte ja auch, die Piloten von diesen Ländern können einfach nicht fliegen. Bis dann. Ciao.